Sicherheit mit dem optischen Design, jawohl, mit Sicherheit trendy für das Jahr 2008, 2009, für die nächste Saison auf dem Markt. Jawohl. Ja, okay. Die Schweizer, mal wieder vorneweg. Also, auf geht's. CP, Helme. So, und jetzt steht da neben mir der Mann, der 264 Stunden am Stück gefahren ist, 11 Tage, 11 Nächte, ohne richtigen Schlaf zu haben, Christian Flühr. Erstmal, wie geht's dir heute? Ein bisschen ausgeschlafen? Bin total ausgeschlafen. Von mir aus können wir heute Nachmittag wieder Skifahren gehen. Es hatte irgendeiner gesagt, es muss ein verrückter Deutscher sein. Genau, das war vom Tourismusverband der Herr Scheiber, der das meinte. Aber ich denke mal, verrückt ist er nicht. Er hat eine irrsinnige Leistung gebracht, oder Silvi? Ja, es war wirklich eine einmalige Leistung. Also ich glaube, es können nicht viele Menschen. Wenn überhaupt, gar keiner, denke ich mal. Siehst auch jetzt wieder richtig frisch aus. Wie waren so die Stunden danach? Also zunächst einmal gefeiert wahrscheinlich mit dem Team und dann? Ja, und danach ging es mir noch besser. Aber da drücken wir mal den Mantel des Schweigens drüber, was an diesem Abend war. Es war sehr schön. Die Nase ist Gott sei Dank inzwischen wieder abgeheilt. Die Rippe tut noch ziemlich weh, also ich denke mal mindestens angeknackst, wenn nicht sogar gebrochen. Jetzt haben wir eine Woche dazwischen Zeit gehabt, mal so ein bisschen runterzukommen, aber die nächsten Termine stehen ja schon wieder an. Was wird als nächstes passieren? Ja, am 26.02. sehen wir uns alle im Allgäu wieder und dort gibt es ebenfalls einen Weltrekord, The Race Across the Allgäu. Das bedeutet über 60 Liftanlagen in 10 verschiedenen Skigebieten an einem Tag mit 60 Kilometer Straßenentfernung dazwischen. Marco Holzer als Formel 1 Testpilot, Action, also so eine wilde Jagd auf Ski hat das Allgäu definitiv noch nicht erlebt. Du wirst ihn begleiten, ein bisschen aufgeregt? Ja, schon. Also mal was ganz Neues, aber ich freue mich schon riesig drauf. Was ist er für ein Typ? Der Christian ist ein ganz lieber Typ. Der kümmert sich um alles, ist sehr nett, hilfsbereit, ganz netter. Also es macht Spaß, mit ihm so eine Weltrekordsjagd auch zu machen? Ja, auf alle Fälle. Aha. Ich habe schon gesagt, also wenn ich jetzt Golden 11 gehört habe, dann werden wir nächstes Jahr High Noon haben und anschließend jetzt schlägt's 13 im Jahre 2010, oder? Ja, also ich meine, mit High Noon habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich habe also so eher an Big 12 gedacht. Ja. Aber also High Noon hört sich gut an. Hat doch was. Ne? Und wir werden ja dann wieder begleiten. Auf jeden Fall erst nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, dass es dir bald wieder gut geht. Wie ist so eine ISPO dann für dich? Ist das dann anstrengend oder ist das ein schönes Relaxen? Dann? Also Relaxen ist was anderes. ISPO ist immerhin die größte Sportartikelausstellung der Welt. Ich habe heute auch noch eine ganze Menge Termine bei den verschiedensten Sponsoren. Ja, und man guckt sich natürlich um, was auch so links und rechts neben einem passiert und dementsprechend, man trifft viele, viele nette Menschen. Ich habe vorhin schon mit Marc Girardelli kurz gesprochen, wir haben mit Martin Fiala, der war vielleicht nicht ganz so berühmt, aber war trotzdem ganz guter deutscher Abfahrer gewesen. Also dementsprechend ist es auch irgendwo eine Börse, eine Kontaktbörse. Man sieht sich, es ist ja eine Community, eine ganz kleine Gemeinschaft, die sich dann einmal im Jahr trifft, weil den Sommer gibt es ja in der Form leider nicht mehr. Also Race Across the Allgäu, das ist das nächste, was wieder ansteht bei Christian Flühr und Silvi wird ihn begleiten und wir sind natürlich dann wieder dabei. Kommen wir zum Thema Snowboard. Neben mir steht der deutsche Meister, ein echter Münchner, Christoph Schmidt. Grüß dich. Servus, grüß dich. Du hattest eine Verletzung Innenbandanriss. Wie geht's dir jetzt im Moment? Ja, mir geht's gut. Das ist jetzt schon bald überstanden. Ist ja nicht so eine dramatische Verletzung und ich kann dann so